Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Und ich bin im Kapitel Hauthaare angekommen bei Nagelpilz. Und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Und es sind Allylamide und die werden äußerlich und innerlich angewendet. Die Tabletten, die innerlich angewendet werden, sind geeignet. Das ist Terbinafin. Das ist verschreibungspflichtig. Und Natifin, das äußerlich angewendete Gel, ist wenig geeignet. Ich lese vor. Allylamine, in Klammern äußerlich und innerlich, Klammer zu. Äußerlich beziehungsweise innerlich, Klammer zu. So. Zu dieser Wirkstoffgruppe gehören die Substanzen Naftifin und Terbinafin, die beide gegen Hautpilze wirken. Terbinafin-Tabletten. Geeignet bei hartnäckigen Nagelpilzen, die mit äußerlich anzuwendenden Mitteln nicht ausreichend behandelt werden können. Natifin in Klammern Gel, rot, wenig geeignet bei Nagelpilzen, weil die therapeutische Wirksamkeit nicht ausreichend nachgewiesen ist. Allenfalls anwendbar, wenn der Nagel zuvor mit harnstoffhaltigen Mitteln aufgeweicht und vorsichtig abgetragen wurde. Bei Nagelpilzen ist die therapeutische Wirksamkeit des Natifin-Gels nicht ausreichend nachgewiesen. Für Terbinafin zum Einnehmen ist dagegen ausreichend belegt, dass der Nagelpilz verschwindet. Wichtig zu wissen. Gel-Doppelpunkt. Es ist unklar, ob der Wirkstoff überhaupt tief genug in den vorbehandelten Nagel eindringt, um das Pilzgeflecht zu erreichen. Soll eine Behandlung damit versucht werden, muss der Nagel vorher mit anderen Mitteln aufgeweicht und vorsichtig abgetragen werden. Tabletten, Doppelpunkt. Bei Pilzen an den Fingernägeln wird das Medikament etwa 6 Wochen, bei Pilzen an den Fußnägeln bis zu 6 Monaten eingenommen. Da die Tabletten eine Leberentzündung auslösen können, sollte der Arzt während der Behandlung regelmäßig die Leberwerte überwachen. Ist die Leber- oder Nierenfunktion schon beeinträchtigt, wird die Dosis halbiert. Bei einer akuten oder chronischen Lebererkrankung sollte der Arzt Nutzen und Risiken einer Behandlung mit Terbinafin sorgfältig abwägen. Wenn Sie Terbinafin einnehmen, können neben leichten Nebenwirkungen wie Appetitlosigkeit oder Verdauungsstörungen auch stärkere Begleiterscheinungen auftreten. Gelegentlich stören die Mittel zum Einnehmen den Geschmackssinn. Wenn Sie eine solche Störung bemerken, sollten Sie den Arzt aufsuchen und die Tabletten sofort absetzen. Auch wenn Seh- und Hörstörungen oder Gefühlsstörungen in Armen und Beinen einsetzen und depressive Stimmungen, Verwirrtheit, Erregungszustände, Angstzustände und Panikattacken, Zittern und Gangsicherheit auftreten, konsultieren Sie einen Arzt. Treten Müdigkeit und Sehstörungen auf, sollten Sie kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und keine Arbeiten ohne sicheren Halt verrichten. Die Tabletten können schwere Leberschäden oder eine Gelbsucht auslösen, wenn sich die Haut gelb färbt, möglicherweise begleitet von starkem Juckreiz am ganzen Körper, sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Terbinafin zum Einnehmen wird bei Kindern und Jugendlichen nicht empfohlen. Es liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor.
für Schwangerschaft und Stillzeit. Da für den Einsatz von Tabletten während der Schwangerschaft keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen, sollten Sie die Medikamente sicherheitshalber nicht einnehmen. Dies gilt auch für die Stillzeit. Bei älteren Menschen. Wegen der eingeschränkten Nieren- und Leberfunktion kann bei älteren Menschen das Risiko für unerwünschte Wirkungen bei Terbinafin-Tabletten erhöht sein. So, es geht weiter mit Amorolfin. Und das ist ein Nagellack, der ist geeignet bei Nagelpilzgrün.